Und damit recht herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fallout New Vegas. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach dem Schallemitter-Upgrade. Wir suchen nicht eine Waffe, wie ich das letzte Mal gesagt habe, sondern wir suchen einmal das Upgrade. Ist natürlich ganz hervorragend, dass wir die Waffe natürlich schon verkauft haben. Das ist total von Vorteil. Wir schauen jetzt erstmal. Warte mal, hier waren wir noch nicht, ne? Nee. Nee, beim Kennel waren wir nicht. Munition? Warte mal. Können wir die etwa nutzen? Moment. Die können wir nicht nutzen. Okay, es ist doof. Wir behalten sie trotzdem mal. Munition. Keine Munition. Ah. Kippen natürlich wieder. Was sonst? Die können wir da lassen. Oh Mann, ey. Verdammten Kippen. Ich will die nicht. Gib mir was anderes. So, hier waren wir. Auch noch nicht. Okay. Der hier sieht ganz schön zäh aus. Naja, so zäh ist er nicht. Ein Schuss mit der Büchse. Bösewichte wurden besiegt. Und das war's für ihn. Munition. Verlassen. Noch mehr Munition. So, dann schleichen wir jetzt hier mal so ein bisschen. Würde ich sagen. Achso, das war. Gabe, es tut mir leid, dass ich dein Gehirn in eine Schüssel gelegt habe, alter Junge. Der hier sieht ganz schön zäh aus. Du bist es. Stirb! Jawohl, das war doof. Einmal hätten wir noch schießen müssen. Stellung der Feindseligkeiten abgeschlossen. So, was hast du dabei? Saturnit-Faust. Die nehmen wir mit. Die können wir irgendwann mal. Oh nein. Ach nein. Können wir irgendwann mal verkaufen. Moment. Können wir vielleicht eine reparieren? Man kann Plasmagranaten modifizieren. Okay. Ach, die kann ich auch mit den Wurfäxten reparieren. Okay, das ist natürlich cool. Ach komm, wir schmeißen das Scheißding weg. Und dann müssen wir nochmal kurz was trinken. Haben wir noch Sunset Zaparilla? Ja, haben wir. Ach, da unten. Da unten springt der Gabe rum, oder was? Gabe? Wo bist du? Er ist hoffentlich da unten und nicht irgendwo hier oben. So, Schreibtisch. Da ist wieder nix. Hier haben wir nochmal ein paar Kisten mit Munition. 357er. Mensch, ich bin hier richtig. Begeistert. So viel Muni. Okay, Quick Save. Hund und Lobotomie Kombinationsexperiment Holoband. Was? Diese Holoband enthält Hund und Lobotomie Kombinationsdaten im Experiment. Das will doch keiner. Ich meine, können wir auch mal ausprobieren, aber
erstmal lesen wir hier. Ungewöhnliche Lieferungen. Wir haben gerade die letzte Lieferung Hunde für den Cyberhund-Experimentprozess erhalten. Aber nun, ganz ehrlich, ich glaube, dass uns unser Lieferant beschissen hat. Die Tiere sind ganz einfach wild. Jedes Mal, wenn wir in die Nähe der Versandzwinge kommen, fangen sie an, grauenhaft zu zischen. Und, naja, klappern ist das einzige Wort, das mir dazu einfällt. Bitte um Anweisungen. Sollen wir die Zwinge öffnen oder sie einfach zurückschicken? Ja, da hat denen wohl jemand so ein paar Nachtpirscher geschickt, oder was? Eine Bitte um Auskunft. So, auf Dr. Richardsons Weisung haben wir einen dieser Zwinger von unserer letzten Lieferung geöffnet. Der Hund da drin, und ich benutze diesen Begriff sehr frei, schien an einem wirklich grauenhaften Fall von Reude zu leiden. Und bei seiner Freilassung griff er sofort Spezialist Akers an, tötete ihn und versuchte ihn komplett zu verschlucken. Das ist, typisches Hundeverhalten. Glücklicherweise hat sich die Situation zumindest für den Moment selbst erledigt. Da SPZ Akers ein sehr dicker Mann war und die Kreatur an ihm erstickt ist. Oh, Kopfkino. Hat irgendjemand Informationen über diese Lieferung? Bitte um Anweisungen. Versandabteilung verriegelt. Im Lichte der großen Zahl an tödlichen Vorfällen wegen der letzten Lieferung an Experimentstestsubjekten wird die Versandabteilung verriegelt. Ich versichere Ihnen persönlich, dass sobald diese Monsterplage erledigt ist, ich Überstunden machen werde, um Ihre Lieferung effizient und zeitgerecht zukommen zu lassen. Da ich aber im Moment das einzig überlebende Mitglied der Versandabteilung bin, kann es zu ein paar Verzögerungen kommen. In der Zwischenzeit hat Dr. Kelly in X13 die Zugangskarte für den Bereich. Skippy, einziger Überlebender. Bezüglich der Verriegelung der Versandabteilung. In unserem letzten Aufseher-Meeting haben wir die möglichen Vorteile klein. Schlüssel für den X8-Zwingern finden. Haben wir die möglichen Vorteile des kleinen Versandunfalls besprochen. Wir überlegen, das unerwartete Verhalten der Exemplare zu studieren, indem wir sie in unser Testgebiet freilassen, bevor wir sie aus der X8-Einrichtung entfernen. Die Versandabteilung wird verriegelt bleiben, bis eine Entscheidung getroffen wurde. Dr. Adam Figgis. Natürlich müssen wir dahin gehen, wo sie die freigelassen haben. Es ist immer so. Aber erstmal müssen wir da runter, ne? Denn ich sehe, da kann man Dinge ausgraben. Und vermutlich auch dieses Upgrade. Denn das hat ja wohl der Hund irgendwie verbuddelt oder so. Ich mache jetzt mal Quick Save und dann gehen wir mal hier zum Kettle. Können wir nicht. Achso, Zwingertür nach Zentraleinrichtung. Aha, aha. Gut, dann. Wie kam man zu diesem Test-PC? Der war hier, ne? So, okay. Wohngebiet Cyberhund-Wachentest betreten. Ich will nicht. Die Parameter für diesen Test sind im Moment nicht komplett. Vorsicht vor dem Hund. Betreten Sie die X8 Wohngebiet-Testeinrichtung, oder? Na gut. Dann, wollen wir mal. Also, gib dem Eindringling die Schallemitterbaupläne. Klein will sie haben in Ordnung. Ja, bitte. Der Eindringling soll sie da ausbuddeln, wo du sie vergraben hast. Oh. Gabe! Nein! Sein Cyberhund-Atomkern! Er ist aktiv! Das führt zu einem äußerst ungenauen Countdown bis zu einem kritischen Fehler in... Was? 10? Boros, wieso hast du einen Atomkern installiert? Verflucht! Der geht hoch, wenn wir bei 1 sind, oder? 9. Wie wir uns freuen. Rest kannst du behalten. 7.
Ja, sieben. Sechs. Genau die Hälfte bis zur Zerstörung gemessen in Klicks. Wir bringen uns mal so ein bisschen in Sicherheit. Fünf ist Trümpf. Fünf ist Trümpf. Vier. Wie in vier Worten. Hörst du mich, Dickfabrik? So. Ich bin es, Möbius. Ja, ja. Möbius, drei, wie in wir sitzen in der Tinte. Geil. Das hat sich nicht gereimt. Doch, doch. Zwei, wie in bald vorbei. Und eins, wie in... Oh. Hoffentlich explodiert es direkt unter eurer Nase. Das war ja gar nicht so schlimm. So, ach, da ist er schon. Gut. Das ist natürlich jetzt perfekt. Sie haben eine Rekalibrierungsdatei für den Schallemitter gefunden. Bringen Sie es zu Ihrer Jukebox im Becken, um den Schallemitter für neue Effekte zu rekalibrieren. Gut, dann müssen wir das Ding natürlich auch erst mal wieder kaufen, ne? Nun, Sie haben also die Schallemitter-Baupläne gebaut. Habe ich! Oder weil die Frequenz? Egal! Bald wird er nur noch ihre Schreie übertragen! Dass der immer so böse sein muss, der Möbius. Furchtbar. So, Energiewaffen machen wir auf 50, dann machen wir Medizin. So, mit den restlichen 7 machen wir was? Ich würde sagen. Machen wir so und dann machen wir die anderen beiden auf Feilschen oder Sprache. Na komm, machen wir Feilschen. Oh nein, was machen wir denn hier? Oh no. Leiser Läufer, 10 weitere Punkte auf Schleichen. Oh Mann. Läuterer, Schwerpunkte, Action Ball. 15 weitere Aktionspunkte. Ja, Angriff, Level of Stahl. Hm. 50 Pfund mehr Ausrüstung. Oh, okay. Wir machen das. Da kann ich nicht widerstehen. Oh nein. Achtung, fertig, kämpfen. Ja, warte. Haben wir noch irgendwelche Granaten? Moment. Wir haben doch Plasma. Impuls haben wir auch noch. Sind Sie sicher, dass Sie etwas gescannt haben? Bäm! Noch eine. Und komm, weil es so schön war, noch eine. So. Den Rest machen wir dann mit der Flinte. So. Du auch noch. Komm her. Und in Deckung. War das schon alles? Sehr schön. So, dann buddeln wir hier noch den Rest aus. Okay, hier gibt's nichts. Hier in den Kisten gibt's auch bestimmt noch Muni. Auch nicht. Na gut. Hat der nichts Nützliches hier irgendwie mal versteckt? Das gibt's doch nicht. Wetten, dass noch niemand so unbemerkt war wie ich? Hier vielleicht. Und in der Truhe. Der Wissenschaftlerhandschuh, den können wir uns aber auch sparen. Ich meine, wir können uns natürlich haufenweise Zeug ansammeln, was wir dann mitnehmen, wenn wir hier fertig sind.
So, hier noch was. Na gut, komm. Wir gehen. Ach, hier ist noch ein Teil von Gabe. Der ist ganz schön groß, ne? Oder? So, wir kommen hier weg. Wo ist der Ausgang? Hier drüben. Gucken wir mal kurz hier. Ist nix. Na gut, dann komm. Na, ja, natürlich. Fertig? Kämpfen. Natürlich. Oh, jetzt haben sie es auf meinen Roboskorpion. Ja. Auf deinen Roboskorpion. Auf den haben wir es abgesehen. Und weg. Böse Wichter wurden besiegt. Ich hasse sie. So, hier hat man reingeguckt, ne? Jo. Und hier sind bestimmt noch mehr. Von den verkackten Skorpionen. Natürlich. Oh, oh. Komm her! Roboskorpion! So, das ist gar nicht so schlecht. Au. Es wird helfen. Jetzt hat sie uns einen Medex gegeben. Kann ich hier nicht reingucken? So, wir heilen uns mal wieder die Körperteile und nehmen Stimpak. Und da oben war noch ein großer Roboter, ne? Roboskorpion, greif an! Ja, dann machen wir so. Bäm! Stirb! Mir entkommen! Stirb und explodiere! Kampf zu Ende. Und jetzt raus hier! Unser Hirn. Ah, wie schön. Nein! Gar nicht schön! Das sieht ganz schön zäh aus. Nein, unter mir! Robote! Um sich den Cyberhunden von X zu stellen, braucht es Mut! Aber der reicht nicht. Alle Cyberhunde gehorchen mir und sie werden sie beißen. Alter, wie viel sind das denn? Wie viele? Nein! Vorsicht! Steh auf! Möbius Armee. Steh doch mal auf jetzt! Überall kriechen seine Roboskorpione herum und suchen. So, ciao. Die sie verschlingen und verdummen können. So, jetzt aber weg hier. Mal gerade die Waffe ein, dann sind wir schneller und können vielleicht entkommen. Ach so. Die knallen sich da gegenseitig ab, das ist schön. Sind wir hier noch nicht fertig? Starten Sie den fortgeschrittenen Schultest am X8-Terminal. Warte mal. Wir lassen die hier gerade mal machen. Kann ich mich eigentlich hin teleportieren? Tatsache, kann ich. Einstellung der Feindseligkeiten so. Abgeschlossen. Jetzt warte mal. Ich gehe nochmal zu dem Terminal.
So. Abweichende Werte vorsehen wir. Können wir nicht rein? Das war das. Ne, warte mal. Ich schau mal gerade hier drüben noch. Da war auch noch eine Tür, ne? Beim Kennel. Da kommen wir aber auch nicht rein. Sehr, sehr merkwürdig. Ich glaube, wir müssen erst das Upgrade machen. Wir gehen nochmal raus. Zurück zur Denkfabrik. Kaufen uns da die Flinte wieder. Und dann. Oh. Schluss mit Schleichen. Jetzt wird gekämpft. Das kannst du vergessen. Weg hier. Die kriegen wir so nicht tot. Die kriegen wir nicht kaputt. Lauf! Mein lieber Held, lauf! So. Und wenn wir das Upgrade dann haben... Oh, ich glaube, bei der Medizinstation da war... das erste Kraftfeld. Oder vielmehr, da ist eins, wo ich mich noch dran erinnere. Erstmal Quick Save. Und wir brauchen Munition. Gebt mir jemand Munition. Klein, wissen Sie noch, wie Sie die 2 nicht übertragen und das Y0-Labor fast gesprengt haben? Moment, Sie haben es ja gesprengt. Oder war ich das? Sollte man wissen. So, dann wollen wir doch mal gucken. Womit kann ich dienen, Sir? Ich würde ein paar Dinge kaufen. Als erstes. Oh ne, warte, ist ja egal, komm. Munition hat er nichts bekommen. Nee, hier passiert gar nichts. Wo war das Ding? Schallemitter-Offenbarung. Wir nehmen den billigeren und geben ihm dafür Flammbrennstoff und was kriegt er noch? Die Protonenäxte und die Wurfäxte kriegt er auch. Dann Staff Boy, da können wir auch gerade mal 4 verkloppen. Oh. Wir sind schon drüber. Hä? Was? Warte mal, war die jetzt... Hä? Nein, ich will mal eine Panzer... Büchse nicht verkaufen. Ach so, wegen den Protonenäxten. Na gut. Machen wir es halt so. Akzeptieren. Verlassen. Und dann Gegenstände. Modifizieren geht nicht.
Die Solan, schon mit der Waffe bei der Jukebox. Achso, bei der Jukebox. Wo bist du, Jukebox? Die war hier. Was geht ab? Ich habe eine Schallwellendatei für dich gefunden. Richtig so, Daddy-O. Wirf's einfach an und ich mix dir süßen, süßen Sound. Sounddatei Opernsänger für den Schallemitter erhältlich. Sounddatei Gabriels Bellen für den Schallemitter erhältlich. Tarantel, sehr schön. So, ich will den Schallemitter rekalibrieren. Alles klar, Daddy. Spielen wir ein paar Platten. Geben Sie mir eine Ihrer Schallmittel zum Rekalibrieren. Offenbarung. Gabriels Bellen. So. Waffen. Einstellung der Feindseligkeiten abgeschlossen. Haben Sie zu dem anderen Lichtschalter gelinst? Sie wissen, dass sie voller Viren ist, oder? Müssen wir mal ausprobieren, das Ding. Gut, nach draußen. Und ich glaube, das erste Kraftfeld war ja dann... Warte mal. Wo war das? Hier, Y17. Und da funktioniert Fallout nicht mehr. Ach, wie schön. Es ist einfach... Einfach toll. Gut. Dann gucken wir uns... Warte mal. Ah, ich muss mich hier kurz mal wieder... Dann gucken wir uns das Ganze eben in der nächsten Folge an. Ich meine, wir sind schon 27 Minuten dabei. Das ist immer ganz praktisch. Dann weiß ich, Folge beenden. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.